Drucken hat Zukunft. Daran glauben auch erfolgreiche Druckereiunternehmer aus der Metropolregion, die Investitionen in neueste Technologien zeigen. Seit April dieses Jahres arbeitet im Drucksaal der Mannheimer Druckerei Schwörer eine Bogen-Offset-Druckmaschine Speedmaster XL75 der Heidelberger Druckmaschinen AG. Für das seit über 100 Jahren in der Quadratestadt ansässige Familienunternehmen eine nicht gerade kleine Investition. Doch die Neuanschaffung bringt Vorteile auf den Markt. Diese Maschine hat zum einen ein Lackwerk, das hatten wir vorher nicht. Das heißt, ich kann jetzt meine Druckaufträge lackieren. Ich hatte gemerkt, dass kundenseitig immer mehr die Anfrage nach einem Dispersionslack kam. Darauf habe ich reagiert mit diesem Lackwerk. Und die Maschine hat auch dieses Inpress-Control. Das heißt, wir messen jetzt in der Maschine die Farbe. Jeder Bogen wird einzeln gemessen und ich habe eine Stabilität in der Auflage. Jeder Bogen ist gleich. Und ich habe eine relativ kurze Rüstzeit und wenig Makulatur und bin schnell an meinem OK-Bogen und komme so schnell zum Drucken. Broschüren, Visitenkarten, Kinoprogramme, Schwörer druckt klassische Werbematerialien. 13 Mitarbeiter kümmern sich um die termingerechte Abwicklung der Aufträge, akribisch genau bis zum letzten Handgriff. Die Kunden kommen alle aus dem regionalen Umfeld. Dieses Bekenntnis zur Region steht auch hinter der Entscheidung für die Marke Heidelberg. Weil mir die regionale Nähe wichtig ist, ich auch gute Erfahrung mit der Firma Heidelberg habe, die Firma Heidelberg gute Druckmaschinen baut, aber auch mir wichtig ist der Service, das heißt, ich rufe an und bekomme kurzfristig geholfen, weil die regionale Nähe einfach gegeben ist. Auch wenn mal ein Ersatzteil fehlt, ist man schnell mal rübergefahren nach Heidelberg und hat es geholt. Also da wurde mir in der Vergangenheit immer schnell und spontan geholfen, was für mich wichtig ist, weil meine Produktion ja aufrechterhalten werden muss, weil ich ja die Termine für meine Kunden halten muss. Bei den Druckmaschinen ist Heidelberg für Schwörer immer die erste Wahl. Heidelberg hat in der Vergangenheit es verstanden, enge partnerschaftliche Beziehungen zu seinen Kunden zu knüpfen, eine intensive Betreuung, ein engmaschiges Servicenetz und nicht zuletzt in der Region hier auch die räumliche Nähe begründet das Vertrauen, das unsere Kunden in unsere Produkte und die handelnden Personen haben. Da es grundsätzlich nur auf FSC-Papier und umweltfreundlich gedruckt wird, kommt bei den Kunden gut an. Und die Möglichkeit zur Veredelung erleichtert die Gewinnung von Neukunden für die Druckerei Schwörer. Ortswechsel. Die Stober GmbH Druckerei und Verlag in Eggenstein. Der Drucksaal wird demnächst kräftig umgeräumt. Das Unternehmen wächst und hat auf der Fachmesse Drupa 2012 in Düsseldorf in ein Gesamtpaket bestehend aus zwei Speedmaster Offset-Druckmaschinen, einem Plattenbelichter Suprasetter, Verbrauchsmaterialien und einem Servicevertrag investiert. Wir haben uns zu der Investition entschlossen, weil wir nach 5 Jahren auf der großen Maschine über 100 Millionen Druck hatten. Das heißt, Dreischichtbetrieb, oft auch am Wochenende. Wir sind an der Kapazitätsgrenze und können damit praktisch verdoppeln und haben dann wieder mehr Optionen, mehr Möglichkeiten. Die bisherige Heidelberg Speedmaster CD74-5 mit Lackierwerk wird ersetzt durch eine Speedmaster CX102-5 Farben mit Lackierwerk. Und die kleine SM74-2P durch eine Heidelberg Speedmaster SM102-2 Farben mit Wendung. Die Technik muss stimmen, doch Stober punktet beim Kunden nicht nur mit neuester Technik. Bunt machen das Papier, das kann jeder. Es geht letztendlich darum, den Kunden ganzheitlich zu betreuen, das heißt den ganzen Prozess des Kunden zu begleiten und so auch auf seine gesamten Wünsche eingehen zu können. Der Tausch der Maschinen ist minutiös geplant, schließlich muss der Betrieb trotzdem weiterlaufen. In einigen Wochen wird die Drupa-Bestellung ausgeliefert und montiert. Die Drupa 2012 war für Heidelberg und die Region Mitte ein großer Erfolg. Die Erwartungen wurden übertroffen. Die Kunden hier in der Region stehen im harten Wettbewerb mit ihren Kollegen. Sie rüsten auf, sie investieren in Hochtechnologie aus dem Hause Heidelberg. Das freut uns sehr. Seine 600 Kunden beliefert Stober mit einem eigenen Logistikkonzept. Und mit den neuen Heidelberg-Maschinen wird die Arbeit für die Fahrer sicher nicht weniger werden.